Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir befinden uns hier im strahlenden Meer, welches nicht annähernd so verstrahlt ist, wie ich geglaubt hatte. Und ja, wir müssen immer noch Virgil finden in irgendeiner Höhle, in diesem verstrahlten Meer. Ich habe 25 Strahlungsresistenz wegen meinem Vault-Tec-Anzug, glaube ich. Also was passiert, wenn ich den mal abnehme? Selbst dann nicht. Also ja. Viel Drama um gar nichts haben wir gemacht. Irgendwie so mit 10, 20 Strahlungen pro Sekunde irgendwie gerechnet und dann kommt sowas hier. Das ist doch nicht wahr. Ja, das wird jetzt allerdings nervig. Boah, ey, tun die mir hier den. Geil, die können vergiften. Und ja, jetzt bin ich tot eigentlich. Ich glaube nicht, dass das Gift weggeht, bevor ich sterbe. Doch, das geht sogar noch recht gut. Auf dich habe ich keine Lust. Frissat. Ja. Au, wo? Boah, jetzt bin ich tot, aber. Wo kommst du denn schon wieder her? Oh. Ey, Viecher sind so schnell. Ah, ich bin tot. Nee, schon wieder genau gerettet. Piss dich. Ja, nicht toll. Sieht aus, als wäre ein Strahlungssturm. Die sind schon gefährlicher als das hier. Das hier sehen, sagen wir, die kannst du kaum treffen. Mir geht die Munition auch noch alle. Ach. Jetzt geht mir die Munition auch noch aus, ey. Albino Red Skorpion. Nee. Wenn die so stark sind wie in Fallout 3, dann mal tschüss. Aber da, sie hast so Dingens hier. Ja, komm. Was? Hey. Ja. So schnell. Fuck this shit, I'm out. Ich habe ein paar Freunde, die würden euch gerne treffen. Was haltet ihr davon? Ich habe mal wieder ein paar Freunde mitgebracht, ne? Wollt ihr hier erledigen? Aber was schießen die da? Aus. Hat hier einen Waffenhändler irgendwo in der Nähe? Jetzt soll ich gegen drei Red Skorpione wird schon ausrichten. Da sind jetzt nur zwei übrig. Ja, können wir nichts. Ja, guck mal, wie viel die aushalten. Nee. Sind 10 Leute auf die am Schießen.
Soll ich denn dagegen machen? Ah, kritische Tabak, gar nicht mehr. Ah, doch mal, oh mein Gott. Haben die so Lorenzo Artefaktpistolen oder was? Doch die war einzigartig. Oh, der lebt immer noch. Er hat immer noch so viel AP. Was? Wir bombardieren den hier mit Angriff und der lebt immer noch. So. Damit. Das hat einen Kampf, ja. Voll lächerlich. Alter, kannst du mal aufwendig in den Boden rein. Der hat noch nicht mal was Geiles hinterlassen oder so. So. Niemand wird der großen Spaltung entgehen. Bitte hört auf, Sachen mit Spalten zu sagen. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht drin. Als da ein Haus ist, das sieht irgendwie so aus, als ja. Oh, ist hier Feuer? Den ganz wisch schon. Ich würde ja auch Red Eggs nehmen, aber ich bekomme sowieso nur eins, also. Stachel. Also so ein normaler Red Skorpion hat geilere Sachen hinterlassen als so ein verdammter Albino Red Skorpion. Ja. Aber irgendwie jetzt mehr Strahlung, habe ich das Gefühl. So, das war natürlich wieder richtig geil, der Kampf. Ich wollte ihn ja auch nur erledigen, weil ich da irgendwie dachte, da wäre irgendwas. Sieht so verdächtig aus. Das ist ein Flugzeug. Oh, 7 Strahlung. Es wird immer schlimmer. Also hier würde ich so Sachen wie Supermutanten und so irgendwie vorstellen, dass die hier leben würden. Stattdessen kommen ja Red Skorpione und verdammte fliegende Viecher hier. Insekten. Ja, Ghule. Ghule würde ich ja auch noch erwarten. Oh nein, wirft irgendwie so Dingens auf mich. So. Hier durchzugehen ist so einfach. Oh Gott! Okay, das ist ein bisschen schlimmer. Okay, gehen wir mal schnell. Wie heftig wird das hier? Was? Nee. Kurz das. Ich wäre sehr überrascht gewesen, wenn du das überlebt hättest. Einfach kurzen Prozess gemacht. Aha. Geil. Felsige Höhle. Well, da. Komm, als nächstes ein durchwachsener Wald. Ein nasses Meer und jetzt keine Strahlung, geil. Ja, Toastkrallenkill, der war richtig geil. Nein, pack die Massenvernichtungswaffe weg. Hi.
Hi. Bald. Ein Dann nur Supermutant. langsam. Keine plötzlichen Bewegungen. Du bist vom Institut. Also, wo ist Kellogg? Na? Will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablenkst? Keine Chance. Ich bin nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Entspann dich. Kellogg ist tot. Ist tot? Lüg mich nicht an. Ich lüge nicht. Ich habe ihn eigenhändig getötet. Hast du? Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also hast du. Du hast ihn getötet, was? Was willst du nun von mir? Warum gehen? Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Aber wie? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Ich brauche alle Informationen. Alles, was mir helfen kann, in das Institut zu kommen. Entschuldige, wie bitte? Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle draufgehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Spielt keine Rolle, kann ich machen. Also hat es irgendwelche Konsequenzen, wenn ich den über meinen Sohn erzähle oder was? Ich suche nach meinem Sohn. Das Institut hat ihn entführt. Oh. Oh nein. Ich hatte ja keine Ahnung. Tut mir leid. Ja, das Institut hat früher schon Leute aus dem Commonwealth entführt. Wenn es auch deinen Sohn erwischt hat, dann verstehe ich, warum du dorthin willst. Ich kann dich da reinbringen, aber nicht ohne Gegenleistung. Was willst du von mir? Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das meinen Zustand heilen sollte. Ich konnte es nicht mitnehmen. Es ist noch in meinem Labor und schau mich an. Ich brauche es. Wenn du es ins Institut schaffst, musst du es für mich suchen. Was meinst du? Problem. Du hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung, in Ordnung. Dann lass uns über die In Details Ordnung. reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Sünds das Institut betreten und verlassen? Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele, das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an, ist aber wahr. Der Komisch ist aber Transmitter so. ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Institut Runner. Ein Runner? Was ist das? Noch ein Geheimnis des Instituts. Runner sind Söhne des So. Instituts, die nur einen Zweck haben. Ah, ich Sie glaube sind schon. Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Sünd vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Weil so ein Teleporter hat. Warum muss ich einen töten? Weil du ins Institut willst. Schon vergessen? Sie sind deine Eintrittskarte. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner.
Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Gut, dann mal ran ans Werk. In Ordnung. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen, direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in die Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Alles klar. Ich schütze und diene. Das ist sehr schön für dich. Ich suche hier noch nach irgendwas, wie zum Beispiel das hier, Teslas Forschung. Ja. Energiewaffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden. Schon wieder kritischen Schaden. Ich glaube, viel Glück bei der Suche nach einem Runner-Chip. Du wirst es brauchen. Wünschte, ich hätte eine Gasmaske. Ist doch gar nicht verstrahlt hier, was willst du eigentlich? Oh, Kätzchen. Ich kann ja nichts mitnehmen. Die Vortech Lunchbox, die kann ich mitnehmen. Wie nur Coca-Cola drin, nicht? Was? Was ist das denn für eine Logik? Ich schütze und diene. Ja, ich weiß. Mutanten Armschienen. Keine Wackelpuppe oder so. Schade. Gut. Viel Glück bei der Suche nach einem Runner-Chip. Du wirst es brauchen. In Ordnung. Gut. CIT-Ruin, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach, da war ich sogar echt schon. Ja gut, dann auf den CIT-Ruinen. Wir machen jetzt die Story ein bisschen. Ich will halt Institut finden, damit ich hier die verdammte Burschaftsmission endlich abgeben kann. Schon seit Jahrzehnten in meinem Questlog drin ist. Okay, ich dachte erst, ich kann nicht schnell reisen, wenn ich verstrahlt bin. War, glaube ich, in Fallout 3 so. Obwohl kritischer Energiewaffenschaden ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, da ich ja mein Lasergewehr oft benutze. Und das tut ja schon an sich viel kritischen Schaden anrichten. Ist noch mit dem Bonus, ist halt bestimmt heftig. Sehr geil. Black Page. So, Radio. Die Funksequenz des Runners. 10,22%. 10,88%. 13,5%. Er ist dann bestimmt nicht da drin, ne? Ja, nicht schon wieder Strahlung. Muss halt irgendwo hinter diesen Ruinen sein, ich hab das Gefühl. War ich da überhaupt schon drin? 0%. Wer ist der da drin, ne?
0%. Ich glaube, der ist echt da drinne. Okay, da draußen war nur noch 13%. Kann doch nicht. Jetzt kommt wieder. 6,42%. Ah, jetzt komme ich näher. Ah, hier muss er irgendwo sein. Raider Psycho, na? Du bist allein da. Oh, leck mich doch. Ich habe schon wieder so viele getriggert hier. Preston, kümmere du dich mal um die. Keine Zeit jetzt für sowas. Ich komme näher. Irgendwo hier muss er sein. Okay, komm her, wo bist du? Muss es da drin sein, irgendwo. Green Attack Genetics. Da drinne? Hier drinne? Nee. Da drinne. Hier drinne, okay. Töte den Runner, kein Problem. Wahrscheinlich von ganz vielen Synths hier bewacht, ne? Aber das kann doch nicht so einfach sein. Lass mal sehen. Oh, so weit ist er nicht. Das ist bestimmt irgendwie so ein legendärer. Okay. Erstmal noch mehr Zeitschriften. In letzter Zeit finde ich wieder welche. Und jede ist doch ein Pfund wert, sag ich mal. Was? Nein, war eine Lehre. Okay, über mir bist du. Nicht mehr lange. Ah, super Gunner sind hier, ne? Warte, da sind sie ja. Was? Ah. Mach schon wieder Gunner. Mir geht die Munition gerade aus. Schieß. Was zum... Das sah sehr merkwürdig aus. Oh. Au. Sack. Blitz. So. Was ist mit dir los? Ich habe nicht mehr so viel Munition, verdammt. Ich werde von da noch getroffen, ehrlich? Aha. Okay, ich glaube, ich werde
Wupp. Und mir geht die Munition echt aus, ey. Ich werde nach dem Party erstmal rausgehen und oh nee. Was? So wenig hältst du noch aus? Mr. Anderson. Duff. Alter, bist du denn für ein Legendärer? Ich will den Preston nur so kurbeln. Mark 1 Geschütze, was? Kein Grund zur Sorge. Oh, du warst recht leicht zu erledigen. Was soll ich denn damit? Ich hole mal auch noch weg. So. Noch irgendwo eins. Nee, okay. Oh, der war eine läppische Entschuldigung für einen legendären. Ich würde schon fast sagen, der war einfach. Für der Runner ist auch so einfach. Dann wird er dir chillig. Extremst chillig. Und da hätte ich die Dinger wahrscheinlich deaktivieren können, ne? Haben wir ein weiteres für den Transport zum Quartier vor. Schutz. Stufe 1. So, bitte. Jetzt bringt er zwar nichts mehr, aber. Soll's. Ich sehe, wie er deaktiviert wurde. Ah, meine Munition. Nur davon, wenn ich mir nie Munition kaufe. Haben wir noch nie Munition gekauft? Noch nie. Pff. Okay. Würde ich mal sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.